Vielen Dank an Hans Knöll, der heute das multimediale Element beherrscht, aus Österreich von der Quintessenz für den wunderbaren Spot und weitere multimediale Schmankerl bei der heutigen Big Brother Awards Präsentation. Big Brother Awards Präsentation, schönes Wort. Hier auf dem Podium mit mir sitzen Matthias Reiser aus der Schweiz, Matthias Geiser aus der Schweiz, Umberto Anino aus der Schweiz, Christian Mock aus Österreich, die Dame zu meiner Linken ist Rena Tangens, ich bin Padelun. Hier sitzen versammelt drei Länder, die Big Brother Awards jährlich ausloben. Das sind Preise für Datenschmutzfinken, also für Leute, die das machen, also die euch dafür bezahlen, für das, was ihr als Administratoren und Programmierer so machen sollt. War das jetzt nicht bös genug, oder? Und also versammelt sind Schweiz, Österreich und Deutschland. Einmal jährlich werden die vergeben von uns, meist um den 26. Oktober herum. Das ist so ein ganz historischer Tag. Wir haben eben uns den Kopf zermartert, warum es der 26. ist. Wir wissen nur, das hat irgendwas mit sowas irgendwie EG-Papier zu tun. Wir haben es aber wieder vergessen. In Deutschland werden wir es im Jahr 2003 am 24. verleihen, wenn es irgendwie geht, am 26. bleiben. Und was wir jetzt hier zeigen wollen oder darstellen wollen, ist, wie es in den einzelnen Ländern weiter so vor sich gegangen ist, wie es dort veranstaltet wurde, wer es macht, auf welche Art und Weise es präsentiert wird, die Big Brother Awards. Und bitten jetzt Umberto Anino aus der Schweiz, gleich einmal so zu erzählen, wie bei Ihnen das funktioniert, und vielleicht erzählt uns auch, wer die Preisträger waren. Hallo zusammen. Also gleich zum Anfang mal eine Klarstellung. Der Andi Müller-Magun hat am Freitagabend beim Rückblick erwähnt, dass die Schweizer Nachrichtendienste oder der Nachrichtendienst auch Daten austauschen, eventuell mit dem Ausland, und das wusste man nicht so genau. Ich weiß es sehr genau. Ich habe den ehemaligen Chef des Nachrichtendienstes gefragt, wie denn das die Schweiz macht. Die ist ja neutral und die darf keine Agenten einsetzen im Ausland, um an Informationen ranzukommen. Also die können nur Inland-Nachrichtendienste eigentlich betreiben, soweit, wegen der Neutralität. Und der hat mir dann gesagt, ja, die sammeln einfach Daten und die tauschen dann das aus mit anderen Nachrichtendiensten. Das ist ganz normal, dass da so ein reger Tauschdienst herrscht in den Nachrichtendiensten. Und das war dann sehr aufschlussreich, dann diese Antwort von ihm. Die Big Brother Awards in der Schweiz haben wir dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Und zwar nicht in der Roten Fabrik in Zürich, wie die letzten beiden Male, sondern wir gingen diesmal nach Winterthur in der Nähe von Zürich ins Casino Theater. Das ist ein Theater von einem ziemlich berühmten Komiker in der Schweiz. Und
Das führte dann auch zum Medieninteresse für die Big Brother Awards in der Schweiz. Also wir haben uns auch viel mehr Mühe gegeben, die Pressearbeit aufzumöbeln und die Pressedokumentation schön zu machen, damit die Presse auch wirklich alles schön zu fressen kriegt. Und die waren dann auch sehr zufrieden. Und das erste Mal eigentlich dieses Jahr wurden wir in verschiedenen großen Medien erwähnt, was auch ja, sehr gut war für uns und zu mehr Werbung geführt hat. Und man kennt uns jetzt auch in der Schweiz langsam. Danke. Okay. Und ja, die Reaktionen kamen dann auch von Preisträgern selber. Der eine Preisträger, also ein möglicher Preisträgerkandidat, das war das Cumulus-Programm der Migros, also eine Großhandelskette. Die haben auch so ein Kundenbindungsprogramm, wo sie da Punkte sammeln, so ähnlich wie diese Karte hier in Deutschland, die Paycard oder sowas. Und Payback, ja, sowas ähnliches. Und die wurden dann zertifiziert mit so einem Datenschutzgütesiegel. Und ein Herr, der diese Zertifikation durchgeführt hat, hat dann versucht, die Jury zu beeinflussen, indem er ihnen geschrieben hat, ja eben, das Programm sei ja zertifiziert und da gäbe es gar keine Bedenken und man solle die ja nicht irgendwie prämieren oder so. Sie bekamen den Preis dann auch nicht dieses Jahr, aber sie sind immer jedes Jahr immer schön in den Top 3 Kandidaten. Also sie werden wohl irgendwann, schaffen sie es auch nochmal oder zum Lebenswerk erwartet, allenfalls. Wir haben auch dieses Jahr das Merchandising aufgebohrt. Wir haben auch so ganz tolle Kleber, die man kaufen kann, so mit so coolen Sprüchen halt, die ihr euch dann anschauen könnt, wenn ihr wollt. Ich übergebe jetzt den Matthias, er wird euch die Preisträger vorstellen. Ich weiß nicht, wie die Technik vorangeschritten ist. Mal schauen. Ja, das mit der Technik scheint nicht zu klappen. Ich wollte euch da noch ein paar Bilder dazu zeigen. Jetzt erzähle ich es euch einfach im Schnelldurchgang. Bei uns sind im letzten Jahr über 80 Nominationen eingetroffen. Eine große Zahl, wir haben die ein bisschen gefiltert und geschaut, was ist da dabei. Wir haben schlussendlich 50 Nominationen an so eine Jury weitergegeben. Von diesen 50 waren knapp die Hälfte, 25, aus der Kategorie Staat. Also wenn man die letzten Jahre angeschaut hat, konnte man sagen, ja, der große Bruder ist nicht mehr der Staat, der uns überwachen will, sondern es ist das Business, Kundenkarten, der Arbeitgeber, der seine Leute überwacht. Aber nein, seit einem Jahr schlägt der Staat heftig zurück. Nominiert waren unter den Top 3 bei uns das Bundesamt für Statistik. Die wollten eine sogenannte PIN, eine persönliche Identifikationsnummer, einführen, damit in allen Datenbanken des Staates eine Person eindeutig identifiziert werden kann und man auch wirklich über alle Datenbanken kombiniert suchen kann. Weiter war nominiert der Schweizerische Bundesrat für eine, nach dem 11. September im Notrecht erlassen wurde, eine Verordnung betreffend die Ausdehnung der Auskunftspflichten und des Melderechts von Behörden, Amtsstellen und Organisationen zur Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit. Wurde im Notrecht erlassen. Es ist ja sehr gefährlich geworden. Und gewonnen hat schließlich die Zürcher Kantonspolizei für eine Datenbank, die sie zusammen mit der Stadtpolizei und der Stadt Winterthur zusammen betreibt. In dieser Datenbank, die sich Schufara 2, Journal, Fahndung, Rapporte nennt, und jeder, der einer Tat verdächtigt wird oder irgendwie auf der Straße angehalten wird, Fahrausweiskontrolle und so, wird dort erfasst. Diese Daten werden nicht mehr gelöscht, bei einem Verdacht oder so, oder wenn man sich als unschuldig herausstellt, sondern man muss sich wirklich persönlich dort melden und sagen, ich möchte bitte meine Daten gelöscht haben. Ich habe leider nicht viel Zeit, darum alles nur sehr im Kurzdurchgang. In der Kategorie Business sind 14 Nominationen eingegangen, darunter auch die Swisscom mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sich da im Kleingedruckten neuerdings herausnehmen, dass sie sämtliche Daten an andere Firmen weitergeben können. Auf die Frage, wieso sie jetzt das machen wollen, haben sie geantwortet, ja, das haben wir schon immer so gemacht, wir machen nur transparent, was wir schon lange so praktizieren. Sehr lobenswert.
Unsere Flugfirma Swiss wurde nominiert für die Innenraumüberwachung ihrer neuen Airbus-Flugzeuge. Sie wollten dort oder wollen immer noch in die Leselampen kleine Infrarotkameras einbauen, um den Innenraum zu überwachen. Und gewonnen hat schließlich die Firma Cusis. Die hat ein ganz tolles System, ein kostenoptimierendes Bewohnerbeurteilungsinstrument zur Verbesserung der Qualität in Alters- und Pflegeheimen entwickelt. Es geht darum, die Kosten zu senken und die User, die Pflegepatienten in Pflegeaufwandsgruppen einzuteilen. Und dort werden so lustige Sachen registriert, wie zum Beispiel, er duscht lieber, als dass er badet. Er besucht regelmäßig die Kirche, oder was mir besonders gut gefällt, er verbringt manchmal den ganzen Tag im Pyjama. Dann kommen wir zur Kategorie Kommunikation. Wir haben seit Anfang dieses Jahres ein neues Gesetz in der Schweiz, das sogenannte BÜPF, das Bundesgesetz betreffend der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Zusammen mit einer neuen Verordnung, die auch dazu gehört, die FÜPF, werden sämtliche Provider verpflichtet, E-Mail-Randdaten 6 Monate lang zu speichern. Das heißt, wer mit wem E-Mails austauscht. Das wird 6 Monate lang gespeichert. Entsprechendes gilt auch für Telefonprovider, die ihre Mobiltelefonkunden registrieren müssen. Es wird aufgezeichnet, wer wann und vor allem wo kommuniziert. Also es wird vorgeschrieben, dass Tracking-Daten aufgehoben werden müssen für 6 Monate. Und Herr Adrian de Vera, das ist der Chef des Dienstes für besondere Aufgaben, das ist unser Inlandsgeheimdienst, der hat dort gesehen, dass dieses Gesetz noch einige Lücken aufweist, denn es wird festgeschrieben, welche Straftaten so überwacht werden dürfen. Und er hat haarscharf erkannt, der Gesetzgeber wird Anpassungen vornehmen müssen, weil dieser Katalog ist natürlich viel zu klein. Ja, das war also der Sieger der Kategorie Kommunikation. Weiter nominiert waren ein Kollektiv von Berufsschulen, die ihren Schülern aufgezwungen haben, einen Wisch zu unterschreiben, wo sie akzeptieren, dass ihr Internetverkehr überwacht wird in der Schule und dass sie nichts Rufschädigendes über die Schule verbreiten dürfen. Die Telekom-Firma Sunrise hat in ihren Internetbenutzungsrichtlinien gesagt, wie steht es das? Sie hat verboten, Zitat, die Übertragung, Verteilung und Speicherung von Geheimnissen, für die keine Nachweisung vorhanden ist. Und sie nimmt sich das Recht vor, die gespeicherten und übermittelten Inhalte stichprobenweise auf ihre Korrektheit hin zu überprüfen. Dann für besonders ausgezeichnete Schnüffelratten, die sich immer wieder ein Leben lang für eine Überwachung eingesetzt haben, haben wir einen sogenannten Lebenswerk-Award kreiert. Da waren vertreten die Chemiefirma Hoffmann-Laroche. Die hatte schon vor 2 Jahren einen Preis bei uns gewonnen, weil sie ihre Lehrlinge dazu zwingt, einen freiwilligen Drogentest zu machen. Sie wurde auch vom Datenschutzbeauftragten dafür gerügt, ermahnt, sie sollen das verbieten und so einstellen. Sie haben es immer noch nicht getan. Das war uns ein Lebenswerk, oder eine Nomination für einen Lebenswerk-Award. Die Firma Bayer in Deutschland hat jetzt auch damit angefangen. Die finden das so cool. Das soll doch eine Überraschung werden. Gut, dann haben wir noch einen Kriminologen und Strafrechtsprofessor, Herrn Martin Kilias. Der sieht ja in jedem einen Verbrecher, er fordert Gendatenbanken für jedermann. Und was natürlich ganz, ganz verwerflich ist, er fordert in seinem sogenannten 5-Punkte-Programm, dass sämtliche Graffiti-Sprayer erfasst werden, wenn sie irgendwo in einem Laden eine Spraydose kaufen wollen. Ja.
Zitat: Es ist ein Irrwitz, dass Jugendliche ohne Ausweis, Altersbegrenzung und Zweckangabe Spraydosen kaufen dürfen. Aber auch er hat sich den Preis nicht geholt. Gewonnen hat der sogenannte Club de Bern. Das ist gerüchtet nach eine Vereinigung von verschiedenen Geheimdiensten international, die aus dem Kalten Krieg stammt. Heute sind dort angeblich 19 Staaten versammelt oder die Geheimdienste dieser Staaten, die sich da austauschen. Ist alles eine sehr undurchsichtige Sache. Man weiß leider noch nicht so viel darüber. Also wenn jemand da Informationen hat, sind die sehr willkommen. Aber es gibt deutliche Hinweise, dass es einen solchen Club tatsächlich gibt. Er wird nämlich auch in der UNO-Resolution Nummer 1373 erwähnt. Und die haben also den Preis gewonnen und wir werden über geeignete Kanäle diesen Preis denen zukommen lassen. Und schließlich gibt es noch einen Positivpreis für Leute, die sich gegen eine Überwachung eingesetzt haben. Der sogenannte Winkelried Award. Und wir hatten da auf unserer Bühne einen schönen Winkelried. Das ist eine Person aus der Geschichte der Schweiz, der sich da heldenhaft geopfert hat. Da hatten wir so einen echten Winkelried halt auf der Bühne. Ich kann euch leider das Video jetzt nicht zeigen. Da waren verschiedene Leute nominiert, die sich gegen Videoüberwachung am Arbeitsplatz gewehrt haben. Ein Schriftsteller Jörg Meyer, der die Geschichte des Kalten Krieges in der Schweiz dargelegt hat. Und gewonnen hat schließlich eine Person, die sich Bert Setzer nennt, das ist ein Pseudonym. Und der hat die sogenannte Fuck You Card kreiert. Das ist ein Schweizer Pendant zur Privacy Card hier in Deutschland. Jo, das war so im Kurzdurchlauf Nominationen und Preisträger aus der Schweiz. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Österreich. Ja, herzlichen Dank an Hans von Quintessenz, der das extra nochmal für den Kongress schnell umgeschnitten hat. Ein wunderbarer Beitrag. And to our English speaking friends, we apologize for our Germanish speaking here. Ja. Danke, Hanneke. Jetzt erteile ich als Moderator mir das Wort als Mitgestalter der Big Brother Awards in Deutschland. Übrigens, wenn ihr vertiefende Informationen dazu haben wollt, es gibt ja dieses allgemein nennt, also www.bigbrotherawards.de.
www.ukraine.org, wie ihr gerade gesehen habt. Von dort aus findet ihr die Abkürzung, ich glaube, es nennt man Links, in alle Länder, die einen Big Brother Award anbieten und eine Website haben. Japan ist da also noch nicht dabei, die haben nämlich noch keine Website am Start. Wir in Deutschland haben ebenso wie die anderen Länder, Österreich diente uns ja sehr als Vorbild, versucht auch viele verschiedene Organisationen an einen Tisch zu kriegen, die in diesem Themenbereich arbeiten, und die Big Brother Awards zu verleihen, weil wir das nicht einfach nur einer Szene andienen wollten, also wo die einen immer zu den anderen sagen, dass sie böse sind, sondern wir wollten verschiedene Szenen zusammenbekommen. Die Hauptorganisationen machen Rena Tangens und ich vom Fürbot e.V. in Bielefeld. Die Stadt gibt es, der Hacktrain hat dort gehalten. Also ihr braucht die Passagiere nur zu fragen. Sie haben gesehen, gut auf der linken Seite war der Bahnhof noch nicht fertig. Also dann haben wir sehr viel Glück. Wir haben Dr. Thilo Weichert von der DVD e.V., der auch gleichzeitig der stellvertretende Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein ist. Also wir haben auch jemanden dabei, der beruflich sehr stark mit dem Thema zu tun hat. Und es ist wunderbar, wie wir uns immer gegenseitig austauschen und einmal im Jahr während der Jury-Sitzung einen Realitätsabgleich machen können, weil wir manche Sachen gar nicht sehen, die er sieht, und umgekehrt. Das ist ganz wunderbar. Rolf Gössner, ein Publizist, der viele tolle Bücher schon geschrieben hat zum Thema. Vielen Dank für den Applaus, ich werde es ihm sagen. Frank Rosengart vom Chaos Computer Club, diesmal in der Jury. Letztes Jahr hatten wir Jens Ohl, das ist ja Frank Rosengart, der den Chaos Computer Club vertritt und ganz wunderbare Sachen rausgefunden hat für uns. Patrick Golsch von der FITUG, die ebenfalls mitvertreten ist. Vom FIF e.V., ich versuche jetzt nicht die Langform von FIF zu sagen, ich verhaspel mich da immer, Forum für Informatik und für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe es geschafft, ist ein Sonderapplaus wert. Dankeschön. Peter Bittner, der übrigens auch Leiter des Video-AKs des FIF e.V. ist. Und Dr. Friedrich Roggern von der Humanistischen Union, das ist eine Vereinigung, was mich besonders freut, so im Grunde die erste gesellschaftspolitische Vereinigung in Deutschland, in der übrigens auch mal Otto Schily Mitglied war. Ja. So, ich denke, es war kurz genug. Ich denke mal, so der Ablauf ist eh klar, wir sammeln also das ganze Jahr über Vorschläge, Rena und ich bereiten die auf, also den ganzen paranoiden Schwachsinn, den tun wir schon mal weg. Aber immer noch so, dass die Jurymitglieder ihn trotzdem noch angucken können, aber wir sortieren das schon vor, recherchieren schon vor. Sie haben dann irgendwie in der Regel so einen so dicken Reader, also in zwei Bücher geteilt, die Juryleute zugeschickt bekommen, die überprüfen das, dann setzen wir uns zusammen, besprechen das und überlegen dann mit Würfeln, wer den Preis bekommt. Nein, natürlich nicht mit Würfeln. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Versuch unternommen, nicht nur die Leute zu nennen, die halt einen der Hauptpreise bekommen, sondern auch die zu erwähnen, also eine tadelnde Erwähnungen, also sonst kennt man ja lobende Erwähnungen, tadelnde Erwähnungen loszuwerden. Wir werden das wahrscheinlich nicht nochmal mit Arbeit für wenig Effekt ist, aber ich bitte jetzt mal Rena, kurz einmal die tadelnden Erwähnungen über Google runterzuholen. Also die tadelnden Erwähnungen von denjenigen, die es nicht zu einem Preis geschafft haben. Da haben wir einmal K&M Elektronik AG, die sogar bei Bareinkäufen von Kunden die vollständige Anschrift der Kundinnen und Kunden haben möchte. Den Regierungspräsidenten Büssow, ich glaube, der ist auf diesem Forum schon häufiger genannt worden. Ich brauche nicht weiter ausführen, was er da in Sachen Zensur so auskocht. Dann haben wir die Firma Bosch Sicherheitssysteme in Ottobrunn, die sich immer mehr zum Überwachungskonzern ausbaut, was man mit etwas Sorge betrachten kann. Bei der Security-Messe in Essen haben sie Bewegungsmelder mit einem winzigen Löchlein ausgestellt. Das winzige Löchlein ist das Objektiv einer versteckten Kamera. Die Absatzmärkte in Südostasien und China scheinen nicht anders zu befriedigen zu sein von dieser Firma. Dann haben wir die HASPA, die Hamburger Sparkasse, die vorsorglich kündigt ihren Kunden, wenn man sich mit den Änderungen des Absatz 7 AGB, das ist das Bankgeheimnis, und die Datenverarbeitung auch im Ausland nicht einverstanden erklärt. Das ist die Vermietergruppe. Dann haben wir da eine etwas dubiose GmbH, die heißt VPAZ, V-P-A-Z, in Leichlingen. Das ist eine aktive internationale Vermieterdatenbank, also Vermieterschutzdatenbank. So,
Die betreiben natürlich nicht eine Datenbank von Vermietern, und zwar von bösen Mietern. Und dort sollen Vermieter halt abfragen können, wem sie besser keinen Mietvertrag geben. Was uns besonders daran gefiel, war bei der Preisliste: jeder Vermieter, der einen bösen Mieter meldet, bekommt eine Abfrage in der Datenbank gratis. Ja, und damit Leute nicht denken, nur Payback sei böse, haben wir dann auch noch Telekom und Happy Digits mal wieder erwähnen müssen für ihre Happy Digits Kundenbindungs in Anführungsstrichen Systeme. Und dann haben wir die Deutsche Bahn ganz genauso mit ihrem sogenannten Komfortprogramm, was einfach nur ein Witz ist, also Bewegungsdaten sammelt, bei gleichzeitiger Verschlechterung des Services insgesamt von dem neuen Tarifsystem mal ganz zu schweigen. Dann haben wir da noch eine Bank, die Hamburger Sparkasse von 1822 direkt. Die teilt in ihren neuen AGBs mal eben kurz online mit, dass sie zukünftig alle Daten an Scoring-Unternehmen. Wir erinnern uns, der letzte Big Brother Award, also auch an die Infoscore, Infodata und so weiter weiterzugeben, gedenken. Dann haben wir nominiert den Zentralverband der Elektrotechnik und Elektronikindustrie, ZVEI e.V., für das massive Promoten der Videoüberwachung in Deutschland. Ich möchte nicht wissen, auf welchen Hunzinger Foren solche Sachen dort diskutieren, nahegebracht werden als einfache Lösung. Wir tun etwas für Ihre Sicherheit, also im Sinne von symbolischer Politik. Es gibt eine einfache Lösung durch Technik. Deshalb haben wir den ZVEI auch hier mit genannt. Danke. Last not least haben wir auch noch die Brainpool AG nominiert, für das von Stefan Raab durchgeführte Bimmelbingo, bei dem Leute nachts aus dem Schlaf geklingelt wurden. Und Leute konnten vorher darauf wetten, welche Schimpfworte die Leute verwenden würden. Und wenn sie dann einen Treffer gelandet hatten, dann haben sie was gewonnen. Und das Schimpfen der Leute wurde als Einverständnis gewertet, dass das Video dann auch im Fernsehen gezeigt werden dürfte. Eine Frau hat dagegen geklagt und hat mittlerweile gewagt und hat mittlerweile gewonnen. Bimmelbingo ist abgeschafft, aber wir dachten uns, eine Erwähnung ist es wert. Du hast noch zwei vergessen, die Deutsche Telekom für die Veröffentlichung von Geheimadressen des Frauenhauses. Das musste noch erwähnt werden. Ja. Und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die sich vorbehält, in Banken Standleitung zu haben, um zu gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Diese typische Geschichte, wie beim Abhören es schon versucht wurde, die Bank darf gar nicht bemerken, dass das Amt reinguckt. Sprich, für uns Hacker eine wunderbare Sache, selbst wenn wir da reinhacken, die dürfen es gar nicht merken. Toll. So. Jetzt kommen wir zu den richtigen Leuten. Also die auch so einen Preis bekommen haben. Nein, zurück. Licht an. Wir sehen nichts. Ja, so, ganz kurz. Also, wir haben verschiedene Kategorien. Preisträger der Kategorie Kommunikation war dieses Jahr der Deutsche Bundesrat. Weil dieser Bundesrat war sich nicht dumm genug, um zum Schutz der armen, gefickten Kinder, ich sage das mal so, weil mich das Thema so ankotzt, zu fordern, dass sämtliche Kommunikationsdaten, die irgendwie Leute von sich absondern, gespeichert werden sollen, auf Kosten der Verbraucher natürlich, so dass man auch noch Jahre später nachschauen kann, was ich dir letztlich geschickt habe oder so. Das ist eine Geschichte, die nicht wirklich toll ist. Kurz Vorratsdatenspeicherung. Ja. Ja. Danke. In der Kategorie haben wir diesmal jemanden aus dem Land Hessen, nämlich den den hessischen Innenminister Volker Bouffier, der auf dem durch die Hintertür die Rasterfahndung wieder eingeführt hat, nachdem es von einem Gericht untersagt worden war. Und dann ändert man mal eben schnell ein Gesetz, wenn das sonst nicht passt. Nicht so lange klatschen, wir haben keine Zeit, danke. Kurz klatschen, so bam, bam, bam oder so. Das muss so richtig so zittern, ja.
Volker Bouffier ist auch einer der Leute, der immer gern erwähnt wird, wenn es heißt, die Politik will Videoüberwachung. So, findet man auf den Seiten vom ZVII. In der Kategorie Technik, Geta Collect GmbH. Naja, gut, reicht. Die Toll Collect GmbH, ich weiß nicht, ob sie jemand kennt, das ist die Firma, die den großen Auftrag bekommen hat, sämtliche Autobahnen schon mal für die Lkw-Maut zu überwachen. Sprich, letztendlich geht es auch darum, PKWs irgendwann zu chargen. Das ist so ziemlich klar zu sehen. Genaue Begründung findet ihr auf unseren Webseiten. Dann haben wir nominiert, wir lassen es klatschen mal zwischendurch, die Deutsche Post AG wegen ihres datenschutzwidrigen Umgangs mit Adressangaben aus den Postnachsendeanträgen. Egal, was man auf diesen Nachsendeanträgen ankreuzt, die Adresse wird weiterverkauft. Und Sie haben ein sogenanntes doppeltes Opt-out. Wenn man geschrieben hat, man möchte nicht, dass die Adresse weitergegeben wird, kommt nochmal eine Postkarte, wo man angeben muss, dass man das wirklich nicht will. Falls man die Postkarte nicht zurückschickt, hat man sein Einverständnis. In der Kategorie Behörden und Verwaltung haben wir das BKA nominiert, das und zwar für die ganz harmlos klingenden Dateien LIMO, REMO und AUMO. Da geht es um die linksmotivierten Gewalttäter, die rechtsmotivierten Gewalttäter und die Straftäter politisch motivierter Ausländerkriminalität. Diese Dateien haben dazu geführt, dass zum Beispiel Leute, die nach Italien in Urlaub fahren wollten, mal vorsorglich am Grenzübertritt nach Italien gehindert wurden, weil vielleicht da in Genua so eine Veranstaltung war. Es führt also zu einer absoluten Einschränkung von Grundrechten, in diesem Fall zum Beispiel der Freizügigkeit. In der Kategorie regional, also Bielefeld gibt es wirklich, aber diesmal ist der Preis gar nicht so regional, sondern bezieht sich auf Nordrhein-Westfalen. Es hat ihn der Fritz Behrens, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, bekommen. Der versucht auf ganz undurchsichtige Weise eine Novelle vom Polizeigesetz durchzudrücken, dass Videoüberwachung nicht nur wie bisher an Orten erlaubt ist, an Kriminalitätsschwerpunkten auch nur ausnahmsweise erlaubt ist, sondern es soll jetzt überall erlaubt sein, wo die Polizei meint, es könnte vielleicht sinnvoll sein. Das versucht er durch ein Pilotprojekt in Bielefeld im Ravensberger Park voranzutreiben. Das haben wir schon ausführlich vorgestellt und dazu gibt es eine völlig unwissenschaftliche, pseudowissenschaftliche Begleitung und es gibt eine Anhörung von Experten am 16. Januar und dort wird sich entscheiden beim Innenausschuss, ob das Polizeigesetz novelliert wird oder nicht. Ich denke, unsere Arbeit ist mittlerweile tatsächlich erfolgreich gewesen. Wir sind vom Landtag aufgefordert worden, einen Experten zu benennen, der dann dieser Kommission angehört. Wir sind sehr gespannt. Jene Anhörung im Düsseldorfer Landtag ist öffentlich. 16. Januar, Leute in der Nähe oder Ferne, die mal wieder mit Ermedon nach Düsseldorf fliegen wollen, können ja dann dorthin kommen. Weitere Details natürlich auf unseren Webseiten. Ja, dann haben wir, es gibt immer einen Award der Kategorie Londoner schlimme Menschen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber dieses Jahr sind Sie an dem Preis nicht vorbeigekommen. 2 Jahre lang haben wir es geschafft, ihn nicht zu geben. Dieses Jahr ging es nicht. Er ging an die Firma Microsoft. Speziell wurde er Ihnen übergeben für Ihre Unterstützung und auch bereits Einbauen Media Player, Digital Restriction Management, was von Leuten, die nicht wissen, was es ist, immer noch Digital Rights Management genannt wird. Und das Schöne allerdings war, und darüber bin ich sehr glücklich, es war zum ersten Mal, dass ein Preisträger gekommen ist, sich auf die Bühne stellte und den Preis angenommen hat. Ich finde, auch das ist ein Applaus wert. Ja. Microsoft, also der Sascha Hanke heißt er, aus Hamburg, der stellt sich auf die Bühne, sagt, sie finden diesen Big Brother Award wichtig, sie sind nicht stolz auf den Preis. Für einige Sachen aus der Laudatio kriegen Sie ihn auch wirklich zurecht, speziell natürlich wegen der Kommunikationsprobleme. Aber Digital Rights Management werden Sie machen, das ist wichtig, das braucht Hollywood und das sei ja auch für uns alle gut. Also Sie arbeiten mit offenem Visier und ich denke, auch dieser Konzern wird uns weiterhin beschäftigen.
Last not least haben wir die Kategorie Arbeitswelt und in dieser Kategorie ging er an die Bayer AG. Die Bayer AG testet nämlich alle Auszubildenden, macht ein sogenanntes Drogenscreening und erlaubt, es sei denn mit freiwilliger Zustimmung der Betroffenen. Aber man kann sich vorstellen, wenn jemand einen Ausbildungsplatz gerne haben möchte, dann ist von Freiwilligkeit nicht mehr wirklich die Rede. Von anderen Schwierigkeiten bei den Drogentests mal ganz abgesehen, also dass Dinge wie Heroin, Alkohol und Kokain etwa 1 bis 2 Tage höchstens nachzuweisen sind, der am Wochenende gerauchte Joint aber bis zu 3 Wochen. Sehen wir das als ein Instrument an, Leute einzuschüchtern und im Grunde Duckmäuser einzustellen, die nicht mehr sich weiter in der Firma irgendwie unbequem machen. Der Betriebsrat hat sich offensichtlich auch über diese Nominierung sehr gefreut und auch weitere Leute haben sich darüber gefreut. Wir haben nämlich, also Bayer AG hat es nicht geschafft, jemanden zur der Preisverleihung zu schicken, aber wir haben eine Einladung zur Aktionärsversammlung im April und wir gedenken hinzugehen. Damit sind wir mit der deutschen Präsentation ans Ende. Wir leiten über multimedial. Hans, dein Einsatz. Also ich muss sagen, ganz wundervolle Teile von den Spots bestelle ich 5 Stück. Bitte, wo kann ich sie raubkopieren? Ich übergebe an dieser Stelle an Christian Mock, der jetzt darstellt, wie ihr in Österreich das macht mit großem Erfolg und eure Hintergründe. Mikrofon auf für Christian Mock, ganz links außen, rechts außen. Hallo, hallo. Keine Vorwürfe. Okay. Ich bin der Einzige mit funktionierender Technik. Sehr gut. Zeitlich gesehen Schnelldurchlauf. Big Brother Awards in Österreich seit 1999, also heuer das 4. Mal. Immer am 26. Oktober, praktischerweise Nationalfeiertag in Österreich, was auch sonst die Begründung sein möge, dafür haben wir schon diskutiert, von einer breiten Koalition von Gruppen. Wir sehen unten die Logos der beteiligten Gruppen. Wir veranstalten das immer als große Party im Flex, in der coolsten Location in Wien. Positiv zu sehen, das Medienecho wächst und auch der Rechtfertigungsdruck der Preisträger wächst. Die Preisträger geben inzwischen Presseaussendungen raus, weil sie sich quasi irgendwie reinwaschen müssen. Gut, die Gruppen stellen ihn nicht vor. Wie es abläuft, ist im Prinzip eh ähnlich wie überall anders. Wir geben die Preisträger nicht vorher bekannt, nur die Nominierten. Die Verleihung, wie gesagt, ist schon im Flex da. Kurz, 2 Fotos gibt es aber alle auf der Big Brother Awards.at Seite zu sehen. Wir haben heuer, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, zusammen mit FM4, dem irgendwie Jugendradio des öffentlich-rechtlichen, wie auch immer, Konglomerats in Österreich, zusammen eine Big Brother Hymne ausgeschrieben. Das ist dann schlussendlich der Sieger herausgekommen, die Nummer, die wir beim Einleitungsvideo gehört haben von Schauer. Das hat sehr gut funktioniert, hat uns natürlich auch sehr viel Publicity und Erwähnung im Radio gebracht.
Die sind auch alle fünf quasi in die Vorauswahl gekommen und bei der Verleihung aufgetreten. Gewinner, Business und Finanzen, die Krankenversicherung Uniqua, wo man, um eine Krankenzusatzversicherung abzuschließen, unterschreiben soll, ja, beschnüffelt mich bei Ärzten, Behörden, anderen Versicherungen inklusive Entbindpflicht. Die haben sie genötigt gefühlt, in einer Presseaussendung irgendwas daherzulabern vom Schutz der Versicherungsgemeinschaft, den sie damit bezwecken, und dass das alles nicht böse ist und natürlich nicht missbraucht wird. In der Politik, der Landeshauptmann Stellvertreter Erich Haider, nicht zu verwechseln mit Jörg Haider, aus Oberösterreich, der hat mit großer Begeisterung ein Audio-Video-Überwachungssystem für die erst 2004 zu eröffnende U-Bahn in Linz präsentiert, weil das ist so toll, das erkennt automatisch an Bewegungsmustern und seltsamen Geräuschen, wenn da schlimme Dinge passieren, in Kooperation mit der Polizei, und dann ist das alles sehr sicher. Kommunikation, ein Richtersenat in Klagenfurt, wir haben da leider keine Namen ausfindig machen können, der hat genehmigte Verbindungsdatenerhebung, okay, das ist ja was relativ Übliches, allerdings über eine Periode von mehreren Tagen hinweg über den gesamten Stadtbereich. Es gibt unterschiedliche Zahlen von 50.000 bis über 100.000 betroffenen Mobilgeräten oder Benutzern, deren Daten da in Richtung Polizei gekippt werden mussten von den vier Handynetzbetreibern. Grund war, dass ein halbes Jahr vorher bei einem Einbruch, von dem sie vermutet haben, er gehört zu einer Einbruchserie, die weitergeht, ein Handy verloren wurde, möglicherweise vom Einbrecher. Lifetime Achievement, ich glaube, sie hat in einem der vergangenen Jahre schon ein Award bekommen, die Frau Bildungsministerin Gera, die so Sachen gemacht hat, wie die sogenannte Bildungsevidenz eingefügt. Fünfer, den du in deiner Schulkarriere gehabt hast, wird dich dein ganzes Leben lang verfolgen, jeder schlechte Betragensnote, jeder Streit mit dem Pfarrer in Religion. Inzwischen hat sie erlassen, dass Chipkarten und Biometrie eingesetzt werden müssen in Schulen für Zutritt zu Bibliotheken, Labors und Sportstätten. Und zu dieser Bildungsevidenz, gesetzlich nicht einmal in diesem blödsinnigen Bildungsevidenzgesetz gedeckt, wird jetzt nachträglich die Sozialversicherungsnummer erhoben der ehemaligen Schüler. Tja, Public Choice, der Innenminister Ernst Strasser, da gibt es keine Begründung, weil das einfach gezählt wird, wie oft wird das vom Publikum genannt. Bei Behörden und Verwaltung, dem Vizebürgermeister Eugen Sprenger aus Innsbruck, weil man dort im Sozialhilfeantragsformular auch wieder eine Blankoermächtigung zur Nachfrage bei Behörden, Versicherungen, Krankenanstalten und so weiter und so weiter unterschreiben musste. Das widerspricht natürlich dem Gesetz. Interessant ist der Punkt da, ich sehe es da hinten eh schon winken, Gegendarstellung von ihm gekommen, von uns beantwortet worden. Der Erfolg ist, dass das Formular angeblich geändert wird oder inzwischen schon geändert ist. Gut, damit okay, es geht, vielen Dank, dass du es so super kurz gemacht hast. Es gibt noch Diskussion, die findet in Raum 3 statt. Wer sich da hineinstopfen möchte, ist herzlich willkommen. Lasst uns bitte bis nach vorne durch, damit ihr uns dann sehen könnt. Und jetzt zum Abschluss übergebe ich wieder an Hans mit dem multimedialen Ausklang. Big Brother watches you. He takes care about your shopping habits, about your sexual habits. He likes what you like. He likes what you watch. He likes to come. He likes to come. He likes to come. He likes to come. Your Big Brother loves you. Your Big Brother loves you. Your Big Brother loves you. He really does. Your big brother loves you. Your big brother loves you. Your big